Sie sind hier, 27. September 2018, 9.35 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Taifan Korkut hat mit dem VfB noch nicht in die Spur gefunden, Urheberrecht Getty Images München, beim VfB Stuttgart läuft in dieser Saison bislang wenig zusammen. Trainer Taifan Korkut stehen unruhige Zeiten bevor. Doch er bleibt gelassen. Trainer Taifan Korkut vom VfB Stuttgart rechnet nach dem 0:2, 0:1 bei RB Leipzig mit kräftigem Gegenwind, will sich aber nicht aus dem Konzept bringen lassen, dass ich mich auf Kritik einstellen muss, ist normal. Das wird aber nichts an der Art und Weise unserer Arbeit ändern, sagte der Coach. Mit nur 2 Punkten stehen die Schwaben nach dem 5. Spieltag in der Bundesliga auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Spieler wollen trotz der Flaute den Trainer nicht in Frage stellen. VfB-Spieler loben den Trainer, wenn man nach 5 Spielen immer die Trainer entlassen würde, hätten wir 10 Trainer pro Mannschaft in einer Saison. Von daher muss man die Frage nicht stellen, sagte Abwehrspieler Timo Baumgartl. Baumgartl lobte die Arbeit von Korkut. Er gibt uns immer einen Plan mit, wir versuchen den Plan umzusetzen. Von daher liegt es an uns. Wir müssen jetzt die Köpfe hochnehmen, forderte der VfB-Profi nach der mäßigen Vorstellung seiner Mannschaft. Entscheidend wird sein, wie wir es sehen, ob wir die Ruhe bewahren, sagte Stuttgarts Kapitän Christian Gentner. Man habe jetzt 3 Tage zur Regeneration. Dann nehmen wir einen neuen Anlauf. Wir wollen das Heimspiel gegen Bremen gewinnen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das als Mannschaft schaffen können, sagte der Routinier. Von Sportinformationsdienst.